Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battlefast Road unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein schickes Hidden Mount. Und zwar ist das hier die Blutschlange von Nasjatar. Und so ein ähnliches Model hatten wir zwar schon, beziehungsweise glaube ich schon zweimal. Eins, ein älteres Rätselmount, wo ich auch schon mal ein Video zu gemacht hatte. Beziehungsweise in Tomb of Sargeras haben wir ja auch schon mal so eine schicke Schlange. Bloß diesmal haben wir jetzt eine in rötlich gehalten, wo ich sagen muss, ja, das ist definitiv die schickere Variante von den dreien. Und wo wir die genau herbekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes braucht ihr nämlich hier bestimmte Fragmente und die schimpfen sich abysische Fragmente und die bekommen wir, ja, theoretisch aus zwei verschiedenen Quellen. Quelle Nummer 1 ist von Nagern. Und zwar droppen die relativ viele Nager hier auf Kul Tiras. Der beste Spot, den ich euch empfehlen kann, ist hier um das Fort rum. Da sind nämlich extrem viele Nager und die droppen das auch, naja, für die Fragmente im Verhältnis gesehen relativ gut, weil man halt so viele hat. Ehrlich gesagt, die Fragmente droppen halt allgemein ziemlich schlecht. Ja? Dementsprechend muss man hier wirklich viele Nager killen. Ich glaube, ich habe 2 Stunden gefarmt und ein Fragment gehabt. Die andere Alternative ist, dass man das Auktionshaus bemüht. Ich kann euch das mal auch zeigen. Wir können jetzt hier einmal ins Auktionshaus gucken. Und so habe ich nämlich dann schlussendlich gemacht. Man kann andere für sich farmen lassen. Diese Fragmente sind nämlich hier auch drin. Und je nach Server und ja, abhängig davon, wie viele Leute das auch farmen, kosten die halt meistens irgendwas zwischen 9 und 20k ein Fragment. Also sprich, kann man ja quasi rechnen zwischen 200.000 und 400.000, wenn man sich das einfach alles erkaufen möchte. Ja? Und sobald man diese Fragmente hat, geht quasi so ein kleines so ein kleines Rätselspielchen los, das aber nicht sonderlich lang ist. Also der größte Teil ist wirklich, sich diese Fragmente zu holen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht so einen großen Geldbeutel habt, schaut einfach, dass ihr hier Nager umklopft. Das könnt ihr auch mit Twinks machen. Ihr könnt auch theoretisch über diese Methode hier mit Twinks einfach Mobs grinden, die leveln und die, ja, Fragmente quasi euer Main schicken und dann das Mount erspielen. Und wie das Ganze weitergeht, würde ich mal sagen, da schauen wir jetzt rein. Ja, als allererstes müsst ihr erstmal ins Stummsangental. Und sobald ihr da angekommen seid, solltet ihr eure 20 Fragmente packen und in eine geheime Höhle bringen, wo wir einen Schrein vorfinden, beziehungsweise einen Altar. Und diese befindet sich oben bei der Instanz der Schreien der Stürme. Und dort haben wir nämlich diese Höhle hinter dem Wasserfall. Der ist etwa so auf halbem Weg hoch zur Instanz. Hier haben wir es nochmal auf der Karte. Bei den Koordinaten 74, 22, 23, irgendwo da in die Richtung. Und ja, sobald ihr da drin seid, müsst ihr ganz an das Ende der Höhle laufen. Und dort haben wir, wie gesagt, diesen Altar. Und dieser Altar befähigt uns mit 20 von diesen Fragmenten, die umzuwandeln zu einem neuen Fragment. Und mit diesem neuen Fragment müssen wir jetzt wieder einen weiteren Altar aufsuchen. Hier seht ihr nochmal, da sind wir jetzt hier gerade in der Höhle. Und der nächste Altar, der befindet sich hier in der Mitte der Map. Und zwar müssen wir jetzt zu dieser Hordenfestung in die, ja, in diese Mine. Das ist etwa bei den Koordinaten 66, nee, 47, 34, so grob. Und dort in die Höhle rein. Und dort müssen wir nämlich einen Altar bedienen mit unserem neuen Fragment und einen Boss beschwören. Deswegen habe ich mir so eine kleine Gruppe zusammengebastelt. Denn ja, der Rare hat schon ein bisschen Leben. Wenn ihr nicht gut equipped seid, macht das lieber mit einer Gruppe. Ich bin hier auf Nummer sicher gegangen. Wobei ich sagen muss, ich hätte den wahrscheinlich auch alleine gepackt, weil er jetzt nicht sonderlich viel Schaden austeilt. Hätte wahrscheinlich nur eine Weile gedauert. Ja. Und dieser schicke Rare droppt dann quasi unser Mount und er droppt nochmal so ein Fun-Item, so ein Explore-Item, das jeder bekommt. Das Mount bekommt nämlich nur der Spieler, der hier das Fragment eingesetzt hat. Also sprich, wenn ihr das Mount haben wollt, müsst ihr selber die Splitter farmen oder dementsprechend selber sie im Auktionshaus kaufen. So Nutznießertum quasi hier bei einem, dem ihr helft, geht das leider nicht. Für die Hilfe kriegt ihr quasi nur dieses Explore-Item, was nochmal zusätzlich gibt. Da kommt so eine lila Explore raus. Ist jetzt nichts Tolles und ist auch leider beim Einsetzen verbraucht. Also ja, aber nice to have quasi. Ja, wir haben jetzt unser Mount erspielt. Das war's mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr
ja, mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.